Servus, grüß euch, da sind wir wieder. Es ist Woche 27. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wie natürlich jede Woche. Und diesmal wieder eine kurze Woche für euch, genauso wie die nächste und die letzte, weil ich jetzt noch im Zivi bin und jetzt gerade so viel los ist, aber dann ab übernächster, also ab Woche 29, bin ich mit dem Zivi fertig. Das heißt, ich habe die ganze Woche quasi dann einmal frei, kurz, mehr oder weniger, je nachdem, wie viel man dann tut. Aber da wird dann wieder mehr gemacht, da kann man dann aktiv wieder Projekte starten und ich freue mich schon, es wird komplett geil. Aber wir fangen jetzt an, weil es geht weiter um Woche 27 und wir fangen an mit Montag. Da war ich gleich mal highly motivated, war in der Vorrenner und dann so am motivierenden Tag, wenn er schon so gut läuft, habe ich gleich noch genutzt und habe meinen Kasten aufgeräumt. Und da gibt es ein paar witzige Clips zum Kostenaufrennen und zuerst einmal einen Run. Let's go mit Montag. Servus, grüß euch, einen wunderschönen guten Morgen bzw. guten Spätmorgen. Es ist Montag, Woche 27 und ihr seht schon das, was heißt das? Wir gehen jetzt rennen, Montag in der Früh gleich mal rennen. Es ist jetzt schon, glaube ich, 10 gewesen, aber komplett krank eigentlich. Aber ja, Nachtdienst habe ich heute, da werden wir ein wenig was da und ja, vor dem Run. After Run, Hölle ist heute schon wieder. 6 Kilometer, wegen mehr gerannt. Auch von der Base jetzt nicht so gut, aber sieht man es wieder. Mittagrennen ist einfach überhaupt nichts, weil es ist einfach viel zu heiß und heute schon wieder Luftfeuchtigkeit, haben wir glaube ich 73 oder so, hat es geschrieben. Und es ist einfach nur sauzart zum Rennen. Du denkst dir, Alter, warum bin ich da so hin und kommst nicht weiter? Darum renne ich am lieber noch auf die Spar, auf die Nacht, Alter. Da ist es schön gehüllt, da ist die Luftfeuchtigkeit tief und dann geht dann auch was. Aber trotzdem mal gut, weil viel Schnaufen und so, da kommt man wieder mal aufs Limit. Und ja, so ein guter Start den Tag. Ich habe jetzt mal unter Duschen und dann schauen wir, was sich wird. So, jetzt haben wir da angefangen mit einem kleinen, großen Projekt. Und zwar gehört der wunderbare Gewandkasten da wieder mal neu formatiert. Und ich kann mich nicht gut erinnern, vor ein paar Jahren habe ich mal über 2 Paar Hosen gehabt. Und jetzt mittlerweile habe ich so geschätzt 10.000 Paar Hosen. Da muss man auch was ausziehen. Alleine ist auch am Start. Und eine wunderbare Pinsammlung habe ich quasi da auch. Die habe ich da jetzt neu sortiert, eben auf einem Bierdücke, und zwar sind da legendäre Sachen dabei wie von der Alina ein Irland-Pin, ein Baditur-Pin, ein Bordelein-Firm-Pin, ein FDL-Opfi-Pin, ein Jungbar-Kipper-Pin, ein Coca-Cola-Ambassador-Pin, ein FDL-Elephant-Pin und zweimal erste Hilfe Gold Abzeichen pin und der Käsekenner, weil auch mit Käse kenne ich mich aus, Pin. Und dann gibt es da noch so Schlüsselanhänger und Stuff und das gerade sortiert. Da habe ich jetzt ein paar wunderbare Pistes gefunden. Da das gute Husqvarna Kapperl und das gute Mobetent, das nehme ich auch der Mobet zu. Und ich habe mir gerade so gedacht, wenn du eigentlich mit dem Fit in allem Szene gehst, bist du eigentlich quasi der Chef. Weil da schauen die Bayerinnen schon einmal alle her, weil sie sagen, Husqvarna Kapperl drin kriegst, der Hund muss viel schon rein. Und dann auf einmal sehen sie aber das Mobetent, denken sie sich, das ist ein alter Katzelmacher, bist schon dabei. Weil der Almes wird zerstört jetzt einmal in deinem Hemd. So, und so geht man dann vom Almes wieder heim. Dann haben wir dann das Kappel verkehrt und dann hat man einen fashion Bademantel. Der ist natürlich äußerst geil, von wo man so aufgestellt hat. Genau, das war der Montag. Dienstag dann auch wieder spannender Tag. Ich habe eben vom Sonntag auf Montag von immer Nachtdienst gehabt halt bis Mittwoch. Und Dienstag habe ich Vorstellungsgespräch gehabt. Online für die FH Steyr, wo ich ja gerne sein studieren würde. Muss man schauen, ob das was wird. Das gibt es dann in ein, zwei Wochen zum Erfahren. Aber da war das Vorstellungsgespräch, das seht ihr natürlich. Und mein geiles Knopfmesser habe ich weiter restauriert. Wir haben die Klingen mit Essig bearbeitet und wir haben es mal gescheit geschliffen, weil es eine gescheite Wörter drin gehabt. Das haben wir rausgearbeitet. Da seht ihr natürlich auch ein Clips. Also das zum Dienstag. Gesegneten Mittagstisch. Grüß euch, da sind wir wieder. Es ist Dienstag, Mittag. Und ich bin jetzt wieder vom Nachtdienst angekommen, jetzt noch ein wenig zusammengekriegt, fein. Weil ich habe jetzt mein Vorstellungsgespräch dann für FH Steyr, Uni, dies, das, FH, Spaß, um eins, bin ich schon gespannt. Nervös bin ich eigentlich nicht. Irgendwie habe ich die Eigenschaft, ich bin bei solchen Sachen irgendwie nie nervös. Wahrscheinlich, weil es mir im Unterbewusstsein irgendwie für alles zum Zwang geht. Ich bin nur nervös, wenn das Video am Mittwoch immer pünktlich kommt, dann bin ich nervös. Aber um das geht es jetzt nicht, und zwar fein ausgeputzt. Jetzt habe ich da schon natürlich ein wunderbares Setup vorbereitet. Natürlich ein iPad da zum Mitschreiben und da schon ein paar Zettel zum Mitschreiben und ein Kaffee-Edge gibt es auch und da ein Computer und da das so gesitzt, dass man natürlich da einen schönen Hintergrund hat, wo sich die denken, fuck, hat der geile Schuh-Collection. Komplett
schon wieder komplett am Film heute, weil ich genau weiß, wann dies um ist, habe ich quasi die nächsten 5 Wochen original nichts mehr zum Namen, wo es um irgendwas geht. Und das motiviert mich gewaltig und nämlich auch fürs Video komplett geil. Gestern war ich auch übermotiviert, habe ich nämlich da meinen fucking Wandkasten zusammengerannt. Und nämlich sowas von sexuell geil geworden. Jetzt habe ich nämlich da einmal wieder gesehen, wie viele scheiß Hosen ich eigentlich habe. Ich habe jetzt viel zu wenig Hosen gehabt, jetzt habe ich viel zu viel Hosen. Und jetzt habe ich da einmal meine scheiß Hemden und so reingekriegt. Und ja, es ist eigentlich der Kostenbumm voll. Das Problem ist halt, da hängt auch noch so viel. Und die Schuhe sind natürlich da. Und da hinten hängen aber auch noch so viele Sachen. Das heißt, quasi einfach viel zu viel Zeug. Aber das ist gut. Und jetzt habe ich nämlich auch finally alle meine Merch-Bullies habe ich da jetzt im Einrahmen gehen, weil für die habe ich gerade Platz gehabt. Mittlerweile aber trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück Merch-Bullies. Und ja. Und dann bin ich jetzt gespannt, wie das da mit dem Vorstellungsgespräch da laufen wird. Und ja, danach habe ich ab 5 Uhr habe ich circa wieder Nachtdienst, da haben wir eine Dienstbesprechung, also da wird es heute wahrscheinlich eher weniger noch geben. Aber wir sehen uns, grüß euch. So, wir befinden uns da jetzt einige Minuten noch vor dem Bewerbungsgespräch oder Vorstellungsgespräch, wie man es ja auch schön nennen kann. Natürlich da schön den Hintergrund angepasst. Und ja, schauen wir, was das wird. Ich hoffe, das wird eigentlich ganz gemütlich zum Reden, weil grundsätzlich tue ich mir bei euch auch mit Reden nicht so schwer. Und ja, dann schauen wir. So, jetzt haben wir das gute Gespräch da vollendet. Ich glaube, es hat ganz gut gepasst. Man weiß dann mehr in 2 Wochen. Und wenn es nichts wird, dann müssen wir schauen. Aber so denken wir gar nicht erst. Jetzt ist einmal das Ganze da halbwegs erledigt. Also hoffentlich wird es was, sonst muss ich dann in 2 Wochen anfangen, dass wir was anderes durch. Und jetzt fahre ich noch schnell aufs Asi und dann werde ich mich eh schon wieder für einen Dienst zusammenrichten. So, Messer-Update jetzt im Finster, da man sieht, die Klinge ist eigentlich komplett schwarz. Das kann man jetzt anwischen. So, und jetzt habe ich das gute Stück auch noch eingeölt und wie man sieht, es passt halt jetzt da mit dem Griff viel besser zusammen. Der Griff hat nur ein bisschen nachgeschliffen nachher und natürlich auch noch geölt. Aber da die Klinge, muss man sagen, schaut jetzt richtig geil aus. Die ist jetzt richtig geil dunkel eingeölt und ist jetzt nicht mehr so eine Edelstahlklinge, die einfach nicht glänzt und schwarze Flecken hat, sondern ist jetzt gleichmäßig dunkel und schaut einfach für richtig geil aus. Passt richtig gut zur Ästhetik vom Messer. So, das Messer schaut jetzt folgendermaßen aus und zwar durch die Einlegung da in den Essig. Ich habe da jetzt schon angefangen, wie man aber sieht, ist da in der Klinge ein bisschen eine Welle vorne drin und die schleifen wir jetzt mit einem 200er Schleifstahl raus. Mittwoch dann natürlich auch wieder am Tag frei gehabt, dadurch das, dass ich Nachtdienst gehabt habe, kommt aber relativ wenig, weil da war ich den ganzen Tag beim Ortschafterbaustuhl. Die kriegen komplett ein geiles, so einen kleinen Bereich mit einem Whirlpool und so. Sieht man dann natürlich, wenn es fertig ist, werden wir natürlich dann nochmal dort sein. Aber da haben wir wegen Geneid, habe ich natürlich nicht gefilmt, weil gescheite Arbeit der Film nebenbei nicht. Da gibt es nur gar einen Clip und das zeige ich aber trotzdem am Mittwoch schnell. Und sehr was, da haben wir wieder ein kleines Update vom Mittwoch. Heute habe ich Nachtdienst gehabt. Und dann habe ich am Tag beim Ortschafter Baustuhl, da seht ihr dann noch einfach nur einen kleinen Clip von der Baustuhl, wie es ungefähr ausschaut, wie der geile Whirlpool und sowas baut. Also da gibt es dann sicher in Zukunft einmal ein Update, wenn wir da mal dort sind. Aber natürlich, da war dann nichts gefilmt, den ganzen Tag gespart hinein und jetzt bin ich saumiert. Jetzt ist 5:30 und jetzt wird noch Schule am Abend. Morgen dann wieder Tagdienst, Freitag wieder Tagdienst und danach im Pub arbeiten. Das heißt, Freitag wird quasi Arbeit von 7 in der Früh bis 7 auf die Nacht beim Rundkreuz und dann ab 8 bis 4 in der Früh im Pub, dann mit Saumrahmen 4, 5, 6. Das heißt, ich bin dann quasi 24 Stunden auf und von 24 Stunden arbeite ich 23, wird komplett gestört. Samstag dann frei, muss ich schauen, wie viel der Film, je nachdem wie müde ich bin. Sonntag dann wieder den ganzen Tag, das heißt, die Woche wird wahrscheinlich wieder eher ein bisschen kürzer. Übernächste, also dann die nächste Woche ist dann auch nochmal eine Dienstwoche und danach dann fertig mit dem Zivi und dann wird es produziert. Also bis dahin. Genau, das war eben gleich die Baustelle, mehr ist das noch nicht. Donnerstag, Freitag dann natürlich Dienst, Samstag habe ich dann frei gehabt, glaube ich. Ja, frei gehabt.
Da war aber dann Stadtfest und Geburtstagsfeier und dies, das und jenes. Das heißt, da werde ich wenig gefilmt, aber ich habe eine Kokosnuss endlich gefunden. Ich liebe Kokosnüsse. Und da habe ich gezeigt, wie man am besten eine Kokosnuss aufmacht. Also kleine Survival mit Ambiente quasi. Und Kokosnuss aufknack Video, Tutorial, was weiß ich, kommt jetzt am Samstag. Servus, grüß euch. Es ist Samstag, früher Nachmittag. Gestern habe ich 12 Stunden Dienst gehabt und danach im Pub gearbeitet. Das hat aber jetzt schon wieder bis 4 offen. Das habe ich ein wenig falsch eingeschätzt. Jetzt habe ich gestern, keine Ahnung, 22 Stunden werken. Und ja, jetzt habe ich natürlich dementsprechend lang geschlafen. Heute ist relativ schöner Tag, morgen wieder Dienst. Wie gesagt, die Wochen wahrscheinlich eher kurz. Nächste Woche habe ich auch Montag bis Freitag jeden Tag einen 12er. Dann muss man schauen, was sie am Wochenende tut, aber übernächste Woche wird dann wieder regelmäßig geiler Content kommen. Und was wir jetzt dann, was ich schon länger plan, ist, ich habe da hinten eine Kokosnuss. Ich bin ja an sich Kokosnuss komplett geil, aber es gibt es eigentlich selten, wo muss ich sagen. Jetzt habe ich da eine wunderbare Kokosnuss und die werden wir jetzt dann gleich cracken. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, und jetzt sind wir da draußen in einem wunderbaren Ambiente, da auf einer schönen Holzbank in der Natur. Man sieht hinten die Natur. Wunderbar. Und ich habe mir da natürlich mein EDC-Messer genommen, das ich quasi jeden Tag mit habe. Und zwar ist das dieses vietnamesische Buschmesser. Sehr zu empfehlen bei solchen Tasks, weil es einfach einen gescheiten Zug hat und eigentlich auch gescheite Kanten hat. Du sagst, die bricht jetzt nicht so leicht, also schaut es folgendermaßen aus, das gute Ding. Dann haben wir natürlich eine Kokosnuss. Sicher so aber eine Schüssel, weil der gute Saft, wenn es wirklich, wenn du das draußen aufmachst, ist quasi egal. Aber ich denke mir, wenn ich schon eine Schüssel mitnehmen kann, tue ich nicht runter, dass der gute Kokosnuss-Saft da reinrennt. Und natürlich irgendein kleines EDC-Knife, in dem Fall habe ich da das CRKT Minimalist, dass man eben dann zum Beispiel innen dann das ein wenig auszuschneiden kann. Wichtig. Dann nehmen wir mal die Kokosnuss. Da sieht man da vorne quasi so ein Gesicht. Weil da sind zwei Runde und ein Brader. Und da muss man quasi zwischen die Augen zurück und da am höchsten Punkt, das ist quasi da, gibst du einen gescheiten Schlag und dann ein, zwei vielleicht in die Richtung und dann soll es normal genauso aufbrechen und dann ist es so, wie es halt außer ein Bago zum Beispiel um ist, eine schöne aufgebrochene Kokosnuss. Und das ist jetzt der Plan, da diese Kokosnuss mit Hilfe von diesem Messer aufzubrechen. Wir gehen da über die Bowl und geben wir mal eine gescheite auf die Rübe. Der erste Crack hat man gehört. Zweiter. Dritter. Und wie man da sehen kann, ist nun die Kokosnuss offen. Und wir haben eine wunderschöne Kokosnuss in zwei Hälften. Und dies ist natürlich maximal geil. Und die kann man jetzt dann eben ausschneiden, nur weiter aufbrechen, also so in der Länge noch. Und dann haben wir eine crazy Kokosnuss. Und die werden wir jetzt gleich einmal kosten. Aber geil, Kokosnuss ist einfach greatest. Das war's, Survival mit Ambiente oder was weiß ich immer. Kokosnuss aufcracken, so funktioniert's. Und zu guter Letzt kommt wieder mal eine wunderbare Folge am Sonntag von Mundharmonika mit Felix. Ich kann es immer noch nicht besser. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt schlechter geworden, wenn ich nicht gespielt habe. Ich habe jetzt wieder ein gespielt, jetzt tat es mir wieder, jetzt wird wieder mehr geübt. Und ich spiele ein bisschen was dahin und das sagt es am Sonntag. Also jetzt. Servus, da sind wir wieder. Es ist jetzt Sonntag. Ich habe heute Tagdienst gehabt, quasi die Woche eher gemütlich und wir haben natürlich noch nicht so viel. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, jetzt habe ich dann wieder mehr Zeit und was tut man da? Vielleicht wieder mal mehr keinen Namen spielen, aber vor allem wieder ein bisschen die Mundharmonika auspacken. Und jetzt habe ich mir da ein, zwei neue Stückchen rausgesucht, die was ich jetzt nächste Zeit ein bisschen üben möchte. Und da möchte ich jetzt gleich ein wenig spielen. Und jetzt werden wir das erste spielen. Sign of Jamaica. Gute Nummer. Wirklich eine gute Nummer. Ich muss jetzt mit den Lichtern so wieder ein wenig die üben, weil tut mir schon wieder ein wenig schwer.
gar nicht so schlecht gegangen. Das weiß der Refrain von Sun of Jamaica. Wer das Lied nicht kennt, das sollte man sich auch. Das ist eine gute Nummer. Gute Sommernummer. Und dann habe ich da noch. Was haben wir da? Da habe ich noch ein paar so Sauflieder, die muss ich aber noch üben, weil da muss ich mir über den, da brauche ich einen Refrain wegen, weil da steht das nicht mit dem Text so genau, dabei muss man sich selber ein aussuchen. Aber das spüre ich euch schon noch schnell. Das muss ich noch ein wenig, das ist ein bisschen kritisch, das tut ein wenig weh in die Ohren, aber das ist halt ein Lied, das möchte ich gerne kennen, weil das kann man immer spielen und das ist halt, das schiebt, wenn man das spielt. Dann habe ich da noch für nächstes Mal gleich, dass ihr wisst, was kommt auf euch zu, habe ich da Noten für. In München steht ein Hofbräuhaus. Trink, Brüderlein, trink, du kannst nicht treu sein, geh mal rüber, Bubi, noch einmal, ei, die Gas ist weg. Das ist eine gute Nummer. Es gibt kein Bier vorbei und so ein wunderschöner Tag wie heute, der sollte nie vergehen. Und mit diesen schönen Worten beenden wir da diese wunderbare Woche 27. Es hat mich gefreut. Nächste Woche wird auch noch stressig, aber nächste Woche wird es komplett legendär. Und hat mich gefreut. Dann sehen wir sie beim Auto nochmal. Genau, und das war das Grand Finale von Woche 27. Unendlicher Kölner ist out. Wie jede Woche kann ich euch nur bitten, unten zu abonnieren oder da oben. Da ist ein Video, was für dich empfohlen ist. Da ist ein neues Video. Würde mich freuen über jeden Like, über jedes Abo, über jeden Comment. Und freut mich, dass ihr wieder dabei habt. Wir sehen uns. Grüß euch.